möchte ungern dem dunklen Ich dazu stimmen, aber irgendwie macht ihr doch ein paar Probleme. Ich kenne Frauen, die machen überhaupt keine. Ich kenne Frauen, die machen welche, aber die hier, die ist ja echt boah, non plus ultra. Ja, klar, jetzt ist da hinten auch noch die Tür. So, jetzt die Tür. Ach, da war die Tür. Ja, das Gefühl, da geht's durch. So wie das Licht da reinschimmert. Ich habe mir immer noch das Gefühl, ich habe einen Lebensspender übersehen. Das Gefühl habe ich irgendwie ständig. Und hopp. Und hopp. Gott! Endlich, wir sind zurück. Habt ihr gehört? Nein. Wenn du dir einen Gefallen tun willst, sag nein. Fahrer, wir müssen uns beeilen. Sicher ist sie wohl auf. Seid ihr toll? Sie fleht um ihr Leben. Sie sprach von anderen. Nein, es gilt, keine Zeit zu verlieren. Gut, verweist sie in die Schranken. Es sind eure Untertanen. Ihr seid ihr Prinz. Wollt ihr sie in ihrem Leid allein lassen? Ja. Dieser schmierige Bastard hat mir alles genommen. Und die Gelegenheit, ihn zu strafen, ist günstig. Wollt ihr mich etwa aufhalten? Habt ihr etwa vergessen, was er euch antat? Aber ich... Ihr werdet von Schuldgefühlen geplagt, Lara. Er hat euch am Leid eures Volkes teilhaben lassen und ihr konntet nichts tun. Ihr tragt keine Schuld. Euer Verstand muss klar bleiben. Es ist nicht mein Verstand, dem die Klarheit fehlt. Ihr wollt nicht helfen? Mich könnt ihr nicht aufhalten. Ich muss den Visier töten und all dem ein Ende bereiten. Geht ihr hin und versorgt ihre Hiebwunden. Gut, dass wir die los sind. Sie hat uns nur abgelenkt, aufgehalten und in Schwierigkeiten gebracht. Endlich können... Hey! Es könnte ihr etwas zustoßen. Ich darf sie nicht verlieren. Nein, bitte. Wir sind so nah dran. Jo, passt schon. Lara? Wo seid ihr denn nur hin? Sie hatte den Prinzen also in ihrem... Soll ich... Oh, hoffentlich redet ihr gleich weiter. Ich möchte mich jetzt keinen Text erzählen. Er fürchtete um ihre Sicherheit. Auch wenn es nur ein Mensch war, so dachte er nun nicht mehr nur an sich selbst. Ich habe keine Ahnung, warum das Bild gerade so hell geworden ist. Ist es mir aber auch aufgefallen. Keine Sorge. Ich habe aber keinen Plan, woher das kommt. Na toll. Wie wir sehen, wir verwandeln uns jetzt, wenn ich hier loslasse. Na gut, ein bisschen später. Woran ich es erkannt habe, da der nächste weitere Weg zum Schwingen ist für die Kette. Ja, ich mag ihn immer noch nicht. Ich habe doch 3 gedrückt, oder? What the f... Ja. Ja, jetzt haben wir das Gespräch gerade nicht gehört, weil die Musik war zu laut. Wobei die Musik ist um einiges leiser eingestellt als die Sprache, daher kann ich das nicht verstehen. Soundcredits. Ja, an die Typen erinnern wir uns auch noch aus dem zweiten Teil. Aber waren die auch sehr interessant. Da haben wir wenigstens mit uns geredet. Ich überlege gerade, wie es weitergeht.
Ah. Nochmals. Viel Glück. Ja. Ist das notwendig? Ja. Bist du sicher? Ja. Ja. Fein. Verschwende deine wertvolle Zeit mit der Prinzessin. Ich kann mir vorstellen, was der Visier gerade treibt. Sicher baut er seine Armee aus und quält Babylonia oder er plant die nächste Eroberung. Dabei sollte er in diesem Augenblick sterben. Ich habe mein Ziel nicht vergessen. Ich hätte es fast geglaubt. Oha. Wir erinnern uns an diese hübschen Damen aus dem ersten Teil. Die waren ja richtig schön schwer. An denen hat sich nichts geändert. Ich hasse es, wenn die da sind. Also die machen echt das Leben zur Hölle. Okay, hoffentlich verliert ihr ein bisschen Sand. Nein, tut sie nicht. Warum verliert ihr keinen Sand? Ne, bringt nichts. Ich habe keine Möglichkeit, hier irgendwo Sand zu sammeln. Es ist blöd. Es ist echt unpraktisch auch. Oh Gott, Nase! Ich rasse dich! Ich reiß dich ab! Ey, scheiße! Boah, nee, wenn das gleich so weitergeht, dann höre ich auf, weil... Oh, nee. Jetzt fangen auch noch die Augen an zu drehen. Ey, scheiße. Ja, Fahrer darf mich keinesfalls so sehen! Ja, wir hatten aber keinen Speicherpunkt! Angst, dass sie dein neues Ich bevorzugt. Verkohltes Fleisch. Stell dich nicht auf den ersten Blick. Jo, komm, stirb. Sollen wir nochmal hier unsere 10 Sandkredite? Sandkredite sammeln, habe ich gesagt. Komm. Haben wir nochmal unsere Lebensenergie auf? Komm. Stirb. Okay, Lebensenergie ist voll. Au, jetzt nicht mehr. Ist aber auch egal. Und weiter. Danke. Ist das notwendig? Bist du sicher? Ja. Fein. Verschwende deine wertvolle Zeit mit der Prinzessin. Ich kann mir vorstellen, was der Visier gerade treibt. Sicher baut er seine Armee aus und quält Babylonia, oder er plant die nächste Eroberung. Dabei sollte er in diesem Augenblick sterben. Ich habe mein Ziel nicht vergessen. Ich hätte es fast geglaubt. Okay, jetzt heißt es irgendwie, die hier platt kriegen. Was, glaube ich, ein bisschen schwer werden kann, weil die mir hier doch relativ auf den Senkel gehen. Und bin ich nicht vorher auf die Idee gekommen. Aber jetzt verlieren sie sein, ist ja klar. Na komm, stirb. Oh, ist er tot. Okay, und nächster Black. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da hinten ist er. Oh, ging ja relativ schnell. Okay, merken, Zeitlupe ist super. Den Weg zu wissen, wie man hier rauskommt, wäre auch super. Ich weiß nur gerade nicht. Ist aber vielleicht schon aufgefallen. Ah! Klar. Ganz einfach. Und einer weniger und wir haben wieder mehr Energie. Taste 4, Taste 4, Taste 3? Also Taste 4? Ah, komm! Ah! Ah, super, jetzt habe ich nochmal Sand verwendet. Finde ich übrigens auch lustig, dass die Frauen hier nicht immer Sand verlieren. Geht einem doch relativ auf den...
Etwas mehr hatte ich schon erwartet. Auf der Hilfe der Zeit warst du so konzentriert, so entschlossen. So selbstsüchtig. Unsinn. Du versuchtest nur zu schützen, was dein Eigen war. Was ist daran verwerflich? Seht euch um. All die Zerstörung ist mein Werk. Boah. Eigentlich alles. Okay, ich brauche bald wieder Energie. Ja, super. Ich brauche trotzdem bald wieder Energie. Oh, cool. Hier hinten gibt es Energie. Sand. Au. Liebes Lädchen. Weißt du jetzt nur, dass ich komme, aber egal. Der trifft ja nur mit seinem Pfeilen schön in die Brust. Und wir haben wieder Sand. Ja, cool, Tür geht zu. Oh, Wasser. Hallo. Ne, immer noch krank. Hat sich in den letzten 20 Minuten nichts dran geändert. Finde ich auch scheiße. Im Freudenhaus herumlungern, während deine Stadt vor die Hunde geht. Nennst du das Heldentum? Ich bin für Farah hier. Du bist nicht für Farah hier, sondern nur für dich. Sie hat Schuldgefühle hier geweckt. Und du willst sie widerlegen. Du bist wohl kaum aus Selbstlosigkeit hier. Ihr kennt meine Motive nicht. Ihr kennt mich nicht. Ah ja. Ich bin du. Je eher du das begreifst, desto besser. Oh, cool, Bogenschütze. Warum kann man jetzt nicht einfach hier hoch, Dolch reinrahmen und das war's? Das wird einiges so schön einfach machen. Und schon wieder zwei Bogenschützen weniger. Fahrer! Hallo! Ich habe über eure Worte nachgedacht. Ihr habt recht. Ich. Seht ihr nicht, dass wir mitten im Gespräch sind? Wenn ihr wirklich den Tod sucht, dann wartet gefälligst. Ich habe alle Wachen getötet. Es dürfte sicher sein. Geht zu der Frau und befreit sie. Ich kümmere mich um die hier. Aber vorher. Noch eine klitzekleine Kleinigkeit. Ich gehe da nicht ohne Zweitwaffe hin. Okay, hier haben wir nix. Und hier haben wir auch nix. Gut. Und weiter. Jetzt kümmern wir uns um unsere neue Gegnerin. Das ist gut. Du willst Farah retten und schickst sie erneut ins Getümmel. Unterdessen läufst du hinter der anderen her, mein Held. Okay, da war jetzt. Ihr wisst genau, dass das Freudenhaus jetzt sicher ist. Wenn ich jedoch dieses Sandmonster nicht töte, wird es für Farah gewiss zu einem. Ja, das war doof. What the fuck? Oh, Kacke. Ah ja, ich glaube, ich erinnere mich an die. Die war scheiße. Ja, die war scheiße. Die hatte so einen Zweitwaffenverschleiß, das glaubt man ja nicht. Komm, 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 komm. Und welche Taste muss ich da drücken? Vier oder was? Interessanter Chor. Da kommt man hoch. Okay, ich bin tot. Wie man vielleicht schon leicht gemerkt hat. Jo, man merkt es vielleicht. Ich bin tot. Ja, Taste 4. Ich muss die Dolchtaste drücken. Komm, komm! Komm! Oh Gott, ich smashe die Taste! Nein!